Kommen wir zum nächsten Spiel, Go. Und das ist erstmal ein sehr ästhetisches Spiel, wie Sie hier schon sehen können. Ja, es gibt ein schönes Holzbrett und dann gibt es diese Steine, die sind aus so Muscheln, die wahrscheinlich vom Aussterben bedroht sind mittlerweile und irgendwie so schwarzen Schiefer. Das ist also ein ästhetisches Spiel. Und es ist auch in der Komplexität nochmal erheblich schwieriger als Schach. Schauen wir uns das mal an. Also es wird auf einem 19x19 Brett gespielt. Ja, und zwar in diesem Fall nicht auf den Feldern, sondern auf den Schnittpunkten. Aber das ist nicht wichtig. Das ist einfach nur, wie man das halt gewohnt ist. Da kann man sich jetzt fragen, ja, sind die abgefahren, die nehmen 19x19, warum spielen die das nicht auf kleineren Brettern? Das müsste doch interessanter sein. Aber wenn Sie mal anfangen mit Go spielen, dann werden Sie sehen, dass es irgendwie interessant ist auf dem großen Brett, weil es da so viele Situationen gleichzeitig gibt, die sich irgendwie untereinander beeinflussen. Und es ist langweiliger auf kleineren Brettern. Würde man es auch auf einem 190x190 Brett spielen wollen? Nee, das wäre irgendwie auch nicht interessant. Da würde man sich dann nie treffen und aufeinander kommen irgendwie. Das ist also 19x19 ist eine gute Größe. Krumme Zahl, aber eine gute Größe. Gut, 19x19, 19 Quadrat sind 361. Ja, und im ersten Zug habe ich 361 Möglichkeiten. Ja, ich kann den Stein irgendwo hinlegen. Der nächste Spieler hat 360 Möglichkeiten und dann nochmal 359 und so weiter. Und das führt also dazu, dass man jetzt so im Mittel pro Zug 150 Möglichkeiten hat, was also erheblich mehr ist als im Schach. Okay? Die Anzahl der Positionen sind jetzt nicht mehr 10 hoch 43, das ist eine kleine Zahl. 10 hoch 172 ist die Anzahl der möglichen Positionen. Und das sind vielleicht jetzt nicht alles mögliche Positionen, die man wirklich erreichen kann, aber wenn man die jetzt wegrechnet, fliegt jetzt nicht so viel weg. Ja, das ist also eine Zahl, die ich von Wikipedia, Go und Mathematik kopiert habe. Die Zahl stimmt ungefähr. Das ist also Wahnsinn, die Anzahl der Positionen, die man also hier hat. Es ist also nochmal viel, viel komplizierter. Und deswegen hat man auch immer gedacht, Schach ist zwar gelöst und so, mit Brute Force, schnelle Computer können das, aber selbst schnelle Computer werden nicht Go lösen, ja, weil es so sehr dann auch wieder nicht skaliert. Selbst wenn man 200 Milliarden Positionen pro Sekunde auswerten kann, hat man bei Go noch keine Chance. Das reicht einfach nicht aus. Ja. Das heißt, da brauchte man noch wieder neue Ideen, die das irgendwie noch geschickter machen, die Suche in diesem Suchbaum. Ja. Das heißt, der Baum ist so groß, man kann wirklich einfach nicht mehr alle Möglichkeiten durchgehen. Im Schach kann ich in einer Stellung alle Züge betrachten, nochmal alle Züge betrachten und das bis zu einem erheblichen Level und damit dann einen einigermaßen guten Zug machen, wo ich auch die Fallen alle sehe. Ja. Hier braucht man jetzt eine bessere Idee und um nochmal zurückzugehen, beim Tic-Tac-Toe haben wir den gesamten Suchbaum genommen, im Schach haben wir die Tiefe beschnitten, ja, und die Idee vom Go ist jetzt, die Breite zu beschneiden. Das heißt, ich muss diesen Branching-Faktor, den ich habe, diesen Verzweigungsgrad, den muss ich irgendwie kleiner kriegen. Ja, und wie geht das? Das geht mit einem sogenannten Policy Neural Network. Und das werde ich Ihnen jetzt gleich erklären, was das ist. In Worten, eine Policy ist im Prinzip eine Strategie, was meine nächste Action ist. Oder mit anderen Worten, das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die nächsten Züge, die sinnvoll sind. Okay, das ist eine Policy. Ein Policy Neural Network ist also ein neuronales Netz oder so ein Deep Learning System, was mir ausrechnet, welche der nächsten Züge sollte ich machen. Das heißt, das ist also so eine Art Implementierung der Idee, dass ich jetzt mit Intuition daran gehe und nur noch die relevanten Züge betrachte. Ja, das ist also auch wie Garry Kasparov Schach spielt. Der guckt sich halt jetzt nicht mehr an, ob ich den Turm hier ein Feld nach links stelle oder zwei Felder nach links. Der guckt sich gleich die relevanten Züge an, weil er eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung vermutlich darüber hat. Was sind irgendwie plausible Züge, die irgendwie jetzt in dieser Situation Sinn machen, was immer das jetzt auch heißt, Sinn machen. Also vom Gefühl her guckt er sich nur die guten Züge an. Ja, und dieses Gefühl ist jetzt mit so einem Policy Neural Network sozusagen abgebildet. Ja, ist die Frage, ob man das jetzt Gefühl nennen möchte oder Intuition. Ja, auf alle Fälle ist es was, wo der Computer plötzlich nicht mehr alle Möglichkeiten, alle nächsten Züge durchgehen muss, sondern er bekommt eine Einschränkung. Ja, er bekommt also nur noch die, wo das neuronale Netz sagt, die sind irgendwie gut, die anderen sind schlecht. Ja. Und wie das neuronale Netz ausrechnet oder warum es genau diese Züge auswählt, ist erstmal unklar. Das sind ja Blackbox-Funktionen. Ja. Also wir wissen auch gar nicht, wie man die implementieren muss sozusagen. Das geht also nur mit Machine Learning. Das heißt, man trainiert diese nächsten Züge einfach auf ganz vielen Meisterpartien. Ja, man lädt sich ganz viele Meisterpartien von den besten Go-Spielern der letzten Jahrhunderte runter und dann trainiert man ein neuronales Netz, was einfach nur versucht, den nächsten Zug vorherzusagen. Ja, und fertig ist das Policy Network. Ja. Und das ist tatsächlich auch das Vorgehen, was gemacht wurde im Go. Schauen wir uns das genauer an. Ach so, es gibt zwei Nature Papers. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Nature und Science sind die beiden großen
Journals in den Naturwissenschaften, wo sie was veröffentlichen wollen. Ja, sie, wenn sie dieses eine Nature oder Science Paper haben, das ist also super für ihre Karriere, das ist eine richtig große Sache. Ja, ist aber auch sehr, sehr schwierig, aber auch an der Heinrich-Heine-Universität gibt es unzählige Professorinnen und Professoren, die also Nature und Science Paper haben. Aber das ist sozusagen die Crème de la Crème in der der Riege der Veröffentlichungen. Und diese Leute um David Silver, den wir auch schon auf dem ersten Slide hatten, ja, das ist das Team von DeepMind, ja, die haben also Computerprogramm geschrieben, was dann gegen Lee Sedol, den sogenannten Go-Weltmeister, gewonnen hat. Die haben also irgendwie dieses Problem gelöst mit diesen Verzweigungen. Und diese Artikel sind sehr gut geschrieben. Ja, Sie können sich da ja mal rantrauen. Ich glaube, wenn Sie von Ihrem Uni-Account oder hier im Netz drin sind, können Sie die auch einfach runterladen und sich ausdrucken. Ja, und können sich ja mal durchlesen, was Sie davon verstehen. Ich erkläre Ihnen jetzt grob, wie die funktionieren. Ja? Und es ist letztendlich auch gar nicht so schwer, weil Sie haben ja jetzt ja mittlerweile gewisse Grundlagen erworben. Gut, es gibt also einerseits ein Policy-Netzwerk. Die Idee ist, man will den Branching-Faktor, beziehungsweise die Anzahl der Züge, die ich betrachten muss, die will man beschränken im Suchbaum, weil dadurch der Baum halt kleiner wird. Okay? Und das macht man mit einem neuronalen Netz, was den nächsten Zug vorhersagt. Das funktioniert also so, da geht also die Go-Stellung ein und die nimmt man so wie ein Bild, wie ein Foto, wo man Katzen drauf erkennen möchte, ja, oder Hunde oder Gesichter. Und dann geht das in so ein Convolutional Neural Network rein mit ganz, ganz vielen Schichten. Das heißt, hier werden einfach nur Konvolutionen ausgerechnet oder mit anderen Worten lineare Funktionen. So was ganz Einfaches, genau das, was wir auch gesehen haben in der entsprechenden Veranstaltung. Und dann immer diese Nichtlinearität, die immer noch gemacht wird. Und das über mehrere Schichten. Ja, und am Ende kommt dann irgendwas raus. Bestimmte Züge bekommen größere Zahlen, andere bekommen kleinere Zahlen. Ja, und am Anfang ist das natürlich Unsinn, weil da diese Gewichte alle irgendwie initialisiert sind. Aber dieses Netzwerk wird jetzt trainiert auf Meisterpartien, ja, wo also Meister die Züge ausgesucht haben und dann wird entsprechend bestraft. Dieser Zug war gar nicht gut, sondern der hier war gut. Das heißt, entsprechend mit Backpropagation, mit diesen Lernalgorithmen, werden dann die Gewichte des Netzes so eingestellt, dass die Züge immer besser und besser und besser und besser vorhergesagt werden. Ja. Und an der Stelle ist man eigentlich fertig. Ja. Dann hat man seine Go-Engine. Ja. Man kann jetzt einfach eine Go-Stellung nehmen. Ja, und man nimmt einfach für den Computer immer den nächsten Zug, den das neuronale Netz vorhersagen würde. Und theoretisch würde das ausreichen. Praktisch zeigt sich, es nicht gut genug. Ja, ist zwar schon ziemlich gut und gewinnt gegen eine ganze Reihe anderer Go-Engines, die es so schon gibt bis dahin, aber es ist nicht gut genug, um gegen Menschen zu spielen. Ja, das ist also nicht ausreichend. Zusätzlich gibt es noch dieses sogenannte Value-Netzwerk. Ja, das ist also ein Netzwerk, was genauso funktioniert. Da wieder so eine Konvolution wie bei der Bilderkennung. Am Ende wird aber nicht eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle Felder ausgerechnet, sondern es wird eine reelle Zahl ausgerechnet. Und das ist die Zahl der Stellungsbewertungsfunktion. Das ist also die Value Function. Die Value Function wird jetzt also hier nicht von Experten designt, die irgendwie sagen, ja, ist irgendwie toll, wenn man drei nebeneinander hat oder dies oder das, sondern die wird so gemacht, dass das neuronale Netz soll es auch selber lernen, anhand von Meisterpartien. Okay? Das ist also die Idee. Gut, und das kann man jetzt noch kombinieren mit einer besonderen Tree Search. Ja, wir haben ja einen Game Tree und eine Tree Search, also eine Baumsuche, die wir gesehen haben, ist dieses Minimax-Verfahren. Ja, das macht also eine Suche und sucht die Stellung, wo sozusagen immer Maxi-Mini sozusagen bestimmte Eigenschaft gilt. Und ein Markov-Chain-Tree-Search-Verfahren macht das anders. Das geht halt nicht systematisch durch alle Zweige durch, sondern erzeugt sich immer wieder einen zufälligen Nächsten, abhängig davon, wie gut das neuronale Netz glaubt, dass der Zug gut ist oder nicht. Ja, das heißt also, die Suche geht folgendermaßen los. Wir haben so eine Anfangsstellung. Und welche Züge sollen wir denn jetzt weiter betrachten? Wo sollen wir denn unsere Computing Time drauf verbraten? Ja? Als Mensch würde man halt sagen, naja gut, hier der Zug sieht doch gut aus, da denke ich jetzt mal drüber nach. Das ist so ähnlich, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, und hier ist es so ähnlich, man lässt halt das neuronale Netz drauf los und der rechnet halt aus, was sind die Züge, die jetzt wahrscheinlich sind. Ja, was sind die wahrscheinlichsten Züge? Da wird auch nicht das Maximum der Beste sein, aber alle die irgendwie ein bisschen Gewicht kriegen sozusagen, das sind die wahrscheinlichen Züge, die dann betrachtet werden. Ja, und im Prinzip macht man das hier so in jedem Level, bis man irgendwie an so ein Blatt kommt. Und an der Stelle sozusagen kann man jetzt erstmal wieder die Wahrscheinlichkeitsverteilung ausrechnen. Das ist also hier der nächste Schritt, Expand and Evaluate. Für die Stellung, wo ich dann angekommen bin, rechne ich also wieder eine neue Wahrscheinlichkeitsverteilung über mögliche nächste Züge aus. Und ich rechne einen Wert aus, den jetzt mein neuronales Netz, mein Value Network vorhersagt. Okay? Gut. Dann gibt es jetzt hier noch den Trick.
sowieso Ameisen, die sozusagen entlanglaufen. Und dadurch, dass sie daherlaufen, hinterlassen die ja so eine Spur. Das kennen Sie vielleicht, ne? So Ameisen hinterlassen irgendwie so eine Spur in ihrer Küche oder so. Und wenn die einen Apfel finden, dann laufen über so eine bestimmte Spur immer mehr und mehr und mehr Ameisen her. Ja, weil die da halt immer mehr sind und dieses Glücks, dieser Glücksgeruch, den die dann ausstrahlen, den hinterlassen die da entlang dieser Straße. Und dann sind es mehr und mehr und mehr. Und genauso funktioniert das hier. Wenn ich also jetzt hier einen Weg runtergegangen war, der schon wahrscheinlicher war als die anderen Wege, am Ende aber auch noch rauskommt, dass ich da einen tollen Wert ausrechne, dann wird sozusagen, wie so eine Ameise laufe ich dann hier zurück und ich markiere diese ganzen Knoten als irgendwie, das sind interessante Knoten, da ist was zu holen. Ja, das ist also wie bei den Ameisen. Und beim nächsten Mal, wenn ich jetzt hier wieder runtergehe, betrachte ich nicht nur die Wahrscheinlichkeitsverteilung vom neuronalen Netz, sondern außerdem noch diese Ameisengerüche, ob der Weg irgendwie gut war oder nicht. Das heißt also, die Entscheidung, wo ich in den Suchbaum reingehe, ist eine Mischung aus diesem Policy-Netzwerk und aus dem, was ich jetzt gelernt habe in meiner Suche in diesem Baum. Okay? Und das drückt sich in diesem Q plus U aus. Ja, da stecken irgendwelche Formeln hinter. Und in dem einen steckt im Wesentlichen drin, in dem Q steckt drin, wie sehr ich jetzt, was mein V ist, also wie sehr mein Value, den ich da ausrechne sozusagen, wie sehr mein Netzwerk meint, dass es jetzt eine gute Stellung ist. Und in dem U steckt drin, wie wahrscheinlich sagt mein Policy-Netzwerk, dass ich den Weg gehen soll. Und außerdem steckt da drin in dem U, bin ich den Weg eigentlich schon 1000 Mal gegangen? Weil wenn das der Fall ist sozusagen, dann sollte ich jetzt mal schwächere Wege gehen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie immer nur dahin laufe, wo alle herlaufen, dann sehe ich unter Umständen nur diese kleine Apfelschnitzel, dieses Viertel. Ich sehe aber nicht den ganzen Apfel, weil ich da nie hinlaufe. Ja, das heißt, da steckt also sowas drin, dass ich irgendwie steuere Wege, die ich schon ganz oft gegangen bin, die gehe ich nach einer Weile nicht mehr. Ja, sondern ich gehe sozusagen eher Wege, wo das Policy-Netzwerk sagt, die sind gut und die irgendwie noch neu sind für mich. Ja, so eine Mischung halt. Sie hören schon an meiner blumigen Beschreibung, da gibt es eine Menge Stellschrauben, ja, die man einstellen muss, damit es so richtig gut wird. Ja, und das haben die Leute bei DeepMind halt so gut gemacht, ja, diese Stellschrauben so eingestellt, dass das Netzwerk dann von selber lernt, so richtig gut zu werden. Gut, aber das ist diese Markov-Chain-Tree-Search. Tree-Search, verstehen wir natürlich, was das bedeutet. Was hat das jetzt mit Markov-Chain zu tun? Markov-Chain ist, kommt aus dem Begriff der Wahrscheinlichkeitstheorie, das ist eine Markov-Kette. Das heißt also, werden also zufällig wird der nächste State ausgewählt. Das ist also wie der Frosch auf dem Teich mit ganz vielen Seerosenblättern und der hüpft so zufällig durch die Gegend. Und das ist wie, sie wählen die nächste Stellung irgendwie zufällig aus. Aber der Frosch hat natürlich auch einen Bias, auf welche Blätter der springt. Der hat also auch so eine Art Policy-Netzwerk. Die sind also unterschiedlich wahrscheinlich und der will vielleicht auch mal Gegenden im Teich ausprobieren, wo er noch nie gewesen ist. Das ist also dieser Markov-Chain-Aspekt dabei. Und die kommen da halt zusammen. Ja? Gut, nachdem man das dann eine Weile gemacht hat, ja, bekommt man jetzt einfach jetzt so einen Baum, wo ich an jedem Knoten auch so Markierungen dran habe, ob ich da oft hergelaufen bin, ob ich da gute Werte bekommen habe und all das sozusagen. Und das Wissen kann ich jetzt benutzen, um dann meinen nächsten Zug auszuwählen. Ja? Das heißt, Ausgangspunkt ist so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die könnte ich schon nehmen und meinen nächsten Zug einfach danach machen. Ja? Aber ich kombiniere das Ganze jetzt noch mit dieser Tree Search, um sozusagen dieses Policy-Netzwerk noch zu verbessern mit so einer lokalen Suche, wo ich auch ein bisschen in die Tiefe gehe. Und gerade diese Kombination, die ist halt so gut. Das ist das Verblüffende. Ja, und wenn man das jetzt mit menschlichen Worten beschreiben würde, kann man sagen, der Computer hat eine gewisse Intuition für gute Züge. Ja, der weiß halt, wo man was machen kann und wo man mal gucken muss und so. Und dann guckt er da halt auch und findet unter Umständen einen guten Zug. Ja. Das heißt, die Idee ist also, seine Zeit, die ja limitiert ist, und seinen Speicher darauf zu verwenden, wo auch was Vielversprechendes passiert. Okay? Gut, dann gab es das AlphaGo. Ja, das war schon ziemlich toll, aber danach gab es noch was Tolleres, das AlphaGo Zero. Das AlphaGo hat auf Meisterpartien sein Policy-Netzwerk und sein Value-Netzwerk und genau genommen hat es, glaube ich, 3 Stück gehabt und es war so ein bisschen noch verworrener. Und ein bisschen anders, als ich Ihnen erklärt habe. Ich habe es so ein bisschen vereinfacht. Aber das AlphaGo Zero hat sozusagen nur durch Selbstspielen sozusagen seine Spielstärke erreicht. Da gingen also keine Meisterpartien ein oder sowas, sondern man hat ein Computerprogramm geschrieben, das weiß dann zwar, wie Go geht und es weiß auch, wie man diese Suche macht in den Bäumen und hat auch so neuronale Netze, aber diese Meisterpartien, diese Datenbank, kriegt dieses Netzwerk nicht zu sehen, sondern dieses Netzwerk spielt nur gegen sich selber und wird dann immer besser, nur durch Ausprobieren.
Ja, und das ist am Ende so gut, dass es noch besser ist als das andere. Das ist das Verblüffende. In gewisser Hinsicht ist das andere ja auch limitiert durch die Fehler der Meister, die die Meister auch machen. Das kann ja nicht besser werden als die Meister unter Umständen. Ja, weil es erfindet ja gar keine neuen Züge so in dem Sinne, weil es im Prinzip ja nur Züge macht, die irgendwo schon in der menschlichen Partie gewesen sind. Ist jetzt ein bisschen Quatsch, was ich erzählt habe, aber tendenziell basiert es halt auf menschlichem Wissen. Und das ist das zweite Paper, ich zeige Ihnen das nochmal, das war das eine Paper, das war faszinierend, das mit neuronalen Netzen und Markov-Chain-Research, dass man damit gegen Menschen gewinnen kann, die sozusagen sehr, sehr gut spielen. Das ist der zweite Paper-Titel, Mastering the Game of Go without Human Knowledge, das heißt ohne Meisterpartien, nur durch Selbstspielen. Ja. Das erkläre ich Ihnen grob, wie das funktioniert. Das funktioniert so: Ich habe ja diese Policy, mein Policy-Netzwerk, was irgendwie mir Züge vorschlägt, und durch diese Markov-Chain-Tree-Search sozusagen kann ich noch eine bessere Policy, die heißt jetzt hier Pi, rauskriegen, wo ich auch ein bisschen in die Zukunft gucke. Ja? Und nach dieser Policy, also nach dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung über die nächsten Züge, mache ich meinen nächsten Zug. Und so weiter. Das mache ich eine ganze Weile, bis ich bei einer Schlussposition bin. Ja? Und diese Schlussposition, die sagt mir jetzt, Schwarz hat gewonnen oder Weiß hat gewonnen. Oder die sagt mir vielleicht sogar einen Score, wie gut ich gewonnen habe. Und wer spielt denn hier eigentlich gegeneinander? Der Computer spielt gegen sich selber, gegen eine Kopie von sich. Und spielt sozusagen einfach gegen eine andere Variante. Oder vielleicht gegen ein anderes zufällig initialisiertes neuronales Netz. Okay? Am Ende kommt jedenfalls raus, der eine hat gewonnen. Wenn man sich die Partien anguckt, am Anfang ist das natürlich völliger Unsinn, wie die spielen. Die übersehen alles. Ja? Aber dieses Signal jetzt hier, wer gewonnen hat, das geht jetzt hier ein in das Training von den neuronalen Netzen. Und hier wird jetzt geguckt, zum einen der Wert, den mein Value-Netzwerk ausrechnet, also meine Value-Function, der soll doch bitte schön mit dem Z übereinstimmen, weil jetzt weiß ich ja, was rauskommt. Und entsprechend kann ich die neuronalen Netze abändern, sodass besser vorhergesagt wird, wer gewinnt, wenn man so spielt wie hier. Genauso unser Policy-Netzwerk, was uns eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über Züge rausspuckt, das soll nicht einfach nur die rausspucken, die es hier oben rausgespuckt hat, sondern es soll die nehmen, die man bekommt, wenn man auch noch die Baumsuche zusätzlich macht. Das heißt also, diese Policy-Netzwerke, die werden auch jedes Mal besser mit jedem Spiel. Ja? Und das iteriert man und iteriert man und iteriert man und iteriert man. Und nach ein paar Tagen spielt das Ding besser als AlphaGo und besser als Menschen sozusagen. Das ist das Verblüffende, dass das geht. Ja? Weiterer Plot aus dem Paper, da sieht man halt hier die Zeit von 0 bis 72 Stunden und dazwischen ist immer mal so rausgegriffen, wie die Partien so aussehen. Ja? Und diese Partie, die sieht jetzt nicht so aus, wie ein Mensch jemals spielen würde. Das ist irgendwie Unsinn, das ist irgendwie sinnlos, so zu spielen. Aber die Partien nach 72 Stunden sehen dann so aus, als hätte da ein richtiger Experte gespielt, der sich richtig mit dem Spiel auskennt. Ja? Insbesondere ist interessant, es gibt sogenannte Yosekis. Yosekis ist sowas wie Eröffnungstheorie im Go dann, ja, also diese Öffnungstheorien im Schach, da gibt es dann ja Sizilianisch und Damenindisch und wie die alle heißen. Und im Go gibt es sowas Ähnliches, typischerweise für die Ecken. Da gibt es also ganze Bücher, da geht es nur darum, wie muss ich in der Ecke spielen? Was sind da die richtigen Strategien? Ja, und dann ist interessant, nach so ein paar Stunden, am Anfang sieht das noch ziemlich seltsam aus, niemand würde in die Ecke spielen, kein Mensch würde jemals in die Ecke spielen. Aber dann noch eine Weile, so nach 12 Stunden, sieht das schon so aus, wie man auch als Mensch spielen kann. Und nach werden dann so bestimmte Yosekis, die in Büchern aufgeschrieben sind, also Zugfolgen, wie man so in der Ecke zu spielen hat, was also getestet wurde von Experten, die werden also von dieser künstlichen Intelligenz von selbst erfunden. Ja. Insbesondere am Ende unter Umständen auch Spielarten, die kein Mensch spielen würde, weil wir das noch nicht erfunden haben. Das heißt, es gibt jetzt Bücher, wo drin steht, wie AlphaGo spielt. Oder wie er halt anders spielt als Menschen. An welchen Stellen macht er denn unmenschliche Züge, auf die wir noch nicht gekommen sind? Das sind natürlich die interessanten Züge, weil da kann man als Mensch dann wieder drauf trainieren und kann sich fragen, ja, warum ist der Zug denn so gut? Wann muss ich den denn anwenden? Oder wann ist das denn irgendwie clever? Ja? Das ist also ganz spannend, dass es also aus dem Nichts heraus erzeugt dieses Programm, also das Go-Wissen, was über Jahrhunderte in irgendwelchen Büchern aufgezeichnet wurde. Ja, das ist sehr faszinierend. Ich meine, ich übertreibe ein bisschen mit meiner Begeisterung und so, lesen Sie die Papers mal selber. Aber es ist schon sehr abgefahren, dass es geht. Go ist ein schweres Spiel. Gut, und da sehen Sie dann auch Lee Sedol, wie er sozusagen es nicht fassen kann, dass er wieder eine Partie verloren hat. Oder dass da Züge kommen sozusagen, mit denen er einfach nicht gerechnet hat. Die halt so gut sind, die so viel Raum einnehmen, was sozusagen der Lee Sedol verblüfft dann nur noch wahrnehmen kann.